Hey und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute ist wieder Samstag, die Sonne scheint, wunderschöner Tag. Wie kann es besser laufen? Heute haben wir das Thema Kindheit, beziehungsweise ob ich in der Kindheit schon etwas gemerkt habe, wie das Ganze so angefangen hat. Dazu kann ich leider nicht recht viel sagen, weil ich mich an meine Kindheit generell nicht sehr gut erinnern kann. Alles, was ich weiß, weiß ich von Bildern oder von Erzählungen. Mich selbst daran erinnern kann ich leider nicht. Das hat verschiedene Gründe, ist jetzt nicht so wichtig. Aber ich weiß nicht, wie ihr Kindheit definiert, aber ich definiere Kindheit so im Alter, also noch bevor ich auf das Gymnasium ging, also alles, was vor 10, 11 Jahren passierte, sehe ich als Kindheit an. Alles danach ist schon eher so, naja, wie soll ich das nennen? Ja, das andere, das stufe ich dann schon eher so in das Teenager-Alter rein. Weil man dann halt Verantwortung übernimmt und auch, also das Kindsein eben da lässt. Also das Kindsein eben zu Ende ist, sozusagen. Also ich weiß noch, angefangen hat es bei mir so, dass meine Mutter hat ja früher Kleidung für mich gekauft. Ich bin Zwilling, was bedeutet ich? Also ich bin nicht Zwilling, das Sternzeichen, sondern ich habe eine Zwillingsschwester. Und sie hat uns natürlich immer beide pinke Sachen gekauft und wir waren einkaufen. Beziehungsweise an das kann ich mich ja nicht erinnern und da war ich ja so klein vielleicht. Ich habe dann später, wie ich selbst meine Kleidung auswählen konnte, das war so im Alter von, ich weiß jetzt nicht, ich würde sagen 3, 4, so in die Richtung Kindergarten, da habe ich dann meine Kleidung selber auswählen dürfen und habe mir natürlich, ich habe alles Pinke aus meinem Kleiderschrank verbannt und habe den gefüllt mit blauen Sachen. Da gibt es voll lustige Fotos, weil es ist immer so lustig, weil die Fotos werden immer so im Vergleich, also wurden immer so im Vergleich gemacht, meine Schwester und ich, und sie war immer so komplett rot oder pink und ich war immer so blau und voll der Junge, das ist voll süß. Und in der Volksschule bin ich auch irgendwie als Junge gewesen. Ich meine, wie soll ich das erklären? In der Volksschule war das so, ich hatte meine Freunde, also ich hatte nur männliche Freunde, meine Schwester hatte die weiblichen Freunde. Wir waren immer schon so getrennt eben, also wir hatten nichts gemeinsam. Aber das musste jetzt nicht bedeuten, dass ich trans bin oder sonst irgendetwas. Ich habe damals auch nicht gewusst, was es überhaupt ist. Ich habe mich einfach so verhalten, wie ich halt ich war. Und die Burschen hatten mich auch als Jungen gesehen, aber sie hatten mich mit meinem weiblichen Namen angesprochen und alles. Aber ich wurde nicht so behandelt, weißt du, Kinder machen sich nicht so große Gedanken über das ganze weiblich-männlich hin und her. Die nehmen dich, wie du bist, spielen mit dir, entweder sie mögen dich oder sie mögen dich nicht. Tja, das ging halt so weiter, die ganze Volksschule, und später entschied ich mich dann ins Gymnasium zu gehen und ich kann mich noch ganz genau an meinen ersten Schultag erinnern. Ich hatte so einen Sakko an und ein Hemd und eine Jeans oder so und ich bin dorthin gegangen und habe mich auf einen Stuhl gesetzt, habe einen Sakko ausgezogen, auf den Stuhl gehängt und habe mich gefühlt wie der ärgste Macker. Ich weiß nicht warum, aber das war so. Und dann kam halt der Zeitpunkt, wo unsere Lehrerin reinkam und die Namen wurden vorgelesen und man musste eben aufstehen oder aufzeigen, je nachdem. Man musste sich melden zu dem Namen. Und ich habe so gehofft, dass meiner nicht draufsteht. Ich meine, ja, natürlich steht er drauf, aber tja, das war dann so die Schrecksekunde für alle anderen, so von wegen, oh, was? Nee, so, der ist kein Junge. Und ja, das waren so ungefähr die 5 besten Minuten meines Gymnasiumlebens, wo mich noch keiner kannte. Nee, das nicht, aber ja, ich habe dann meinen Weg so gemacht und bin so weiter. Was ich noch zum Kindergarten sagen kann, wir hatten dort mal so ein Spiel, das war so ein ähnliches, so eine Art Schauspiel mit Max und Moritz, ich weiß nicht, ob das wer kennt. Das sind so 2 Buben, die immer so Streichen spielen und ich durfte da Max spielen. Und von dem Zeitpunkt an wollte ich immer, dass man mich Max nennt. Ich weiß nicht warum, aber hat zwar nicht bis heute angehalten, weil heute heiße ich Mike, aber ja, ich wollte immer schon ein Max sein. Beziehungsweise damals und von Bildern und so weiter. Ich würde euch gerne in das Video hier Bilder einblenden, aber das ist leider nicht möglich, weil ich mich damit nicht so gut auskenne. Ich habe inzwischen gelernt, wie man Videos schneidet und so Zeug, aber wie man Bilder einfügt, das lassen wir mal noch. Tja, das war ein leider eher kurzes Video von mir, weil ich ja Probleme habe, mich an meine Vergangenheit zu erinnern. Aber ich hoffe, ich habe euch trotzdem etwas über meine Kindheit erzählt und euch vielleicht auch irgendwie weitergebracht. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass ich nie
irgendwie als Mädchen gelebt habe. Ich war weder in meiner Kindheit, obwohl ich damals nicht wusste, was es ist. Ich habe einfach so gelebt, wie ich bin, also wie ich war. Und das ist halt dabei rausgekommen. Also meine Eltern hat es auch nicht wirklich geschockt, wie ich mich geoutet habe, weil sie gesagt haben, sie haben es immer gewusst, weil es ja offensichtlich war, auch schon in der Kindheit. Und ja, habe mich sehr gefreut, dass sie das so gut aufgenommen haben, beziehungsweise ja, sie wussten es ja eh schon, wie sie gemeinten. Aber ja. Aber ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ciao, wir sehen uns.